Hallo, lieber Wassermann. Schön, dass du hierher gefunden hast. So, wie versprochen, drehe ich mein Video für meine lieben Abonnenten, ne, um dir auch Danke zu sagen für deine Unterstützung. Werde ich mir anschauen im Kollektive, ne? Das heißt, nicht alles kann auf dich zutreffen, lieber Wassermann. Bitte bedenke es. Wir werden uns anschauen, was erwartet dich in den nächsten 3 Monaten, ne? Diese Situation kann auch vorher geschehen, aber auch nach den 3 Monaten, ne? Das ist ja klar. Bitte hör dir auch deine anderen Energien an und dann kannst du valutieren. Okay, lass uns starten mit den Keepers-Karten im Kollektive, ne? Für den lieben Wassermann, was erwartet dich in den nächsten 3 Monaten? Eine Reise. Fährst du irgendwo hin? In den nächsten 3 Monaten, es gibt viele, die auch jetzt gerade im Urlaub fahren, ne, sich jetzt Urlaub genommen haben. Gemeinschaft und Haus. Okay, das könnte gut sein. In den nächsten 3 Monaten könntest du hier einfach Wohnort wechseln, ne? Das ist hier eindeutig. Entweder gehst du hier in den nächsten 3 Monaten jemanden besuchen. Das bedeutet Familie, Freundeskreis, ne? Jemand, der dir nahe steht. Das könnte aber auch gut sein, dass du jetzt hier einfach Ort wechselst, ne? In diese 3 Monaten, lieber Wassermann. Das wird mir gerade hier von den Karten gesagt. Und das ist für dich auch nicht einfach gewesen, ne? Wenn diese Karte rauskommt, das ist ein langer Weg vor dir gewesen. Aber du hast sozusagen den Ausweg gefunden, ne? Du gehst hier zu einer neuen Energie, ne? Du trittest hier hinein. Das ist nämlich sehr, sehr schön, ne? Auch von der numerologischen Sichtweise, ne? Die 8 als Quersumme. Für dich könnte es wirklich sein, dass du jetzt hier einfach umziehen könntest, ne? Also neues Haus, ne? Du könntest hier auch ein Haus erwerben. Du könntest hier auch Job wechseln, ne? Und du musst dir quasi auch denn dahin umziehen, ne? Quasi dich bewegen. Das könnte aber auch gut sein, dass du hier jemanden besuchen gehst, ne? Dass du jetzt hier eine Reise vor dir hast und du könntest hier Personen besuchen, ob das jetzt Familie ist, ob das jetzt hier Freunde sind, das ist dir überlassen, ne, lieber Wassermann. Okay, machen wir weiter mit den Orakelkarten. Hier ist es mir ausgerutscht. Und zwar, das muss jetzt hier keine Liebessituation sein, ne? Weil ich jetzt hier die Orakelkarten rausgenommen habe. Was haben wir hier? 3 Karten sind schon rausgekommen. Ci sono dei segreti. Ce la farai, entra nel tuo potere. Also das sind hier lauter positive Affirmationen. Du befreist dich hier von dieser Ankettung. Ich weiß nicht, was in der Vergangenheit passiert ist. Kein Wunder, dass du jetzt hier diesen langen Weg gehabt hast. Wie gesagt, das könnte gut sein, lieber Wassermann. Du hattest hier mit Menschen zu tun, die einfach nicht korrekt waren gegenüber von dir, ne? Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Das könnte hier Freund sein, also vom Freundeskreis sein. Das könnte hier aber auch dein Ex sein, je nachdem, bitte setze es um, ne? Du befreist dich hier. Das ist so, als ob du jetzt hier dich von dieser Energie endgültig befreien kannst und du kommst wieder in deiner Macht, ne? Entra nel tuo potere, das ist hier eindeutig, ne? Du bekommst hier wieder deine eigene Macht. Das ist ja klar, ne? Du kannst wieder dich auf deine innere Kraft verlassen, ne? Du bist bereit, um vorwärts zu schauen. Wie gesagt, das könnte gut sein, dass du jetzt hier tatsächlich, ne, einen Neustart haben wirst, wo ganz anderes, ne? Wir haben hier Haus, das könnte hier dein Wohnort sein, ne? Bei den Keeperskarten. Das könnte aber auch gut sein, dass du jetzt einfach unter Freunde sein musst, ne? Dass du jetzt hier einfach sagst, okay, ich habe zu viel ertragen müssen, ich brauche jetzt hier meine Freunde, die mich unterstützen, meine Familie, je nachdem, bitte setze es um, ne? Okay, machen wir weiter. So, und zwar jetzt schauen wir uns die Situation besser an mit den Tarotkarten.
Und wenn ich auch öfters sage, es könnte, das ist normal, wir sind ganz viele Menschen da draußen, ne? Weil ich habe gemerkt, dass die Menschen da draußen, die Leute, irgendwie, zwar, wie sagt man das bei uns, sie schauen nicht das Mond an, sondern sie schauen das Finger an, mit dem man zeigt. Ne? Du solltest dir jetzt diese Legung anhören und du solltest nicht diskutieren, wie ich spreche. Ne? Das ist ja klar. Das ist für mich normal, dass ich sage, es könnte, es kann, vielleicht, weil wir sind ganz viele Menschen da draußen. Ich habe keine hundertprozentige Wahrheit für dich, lieber Wassermann. Das ist ja klar, das ist jetzt hier kein Angriff an dich im Allgemeinen. Ne? Wer sich jetzt das Video anschaut, gerne kannst du eine konstruktive Sichtweise mir irgendwie geben. Du könntest sagen, bitte rede leiser oder rede lauter. Das kann ich annehmen. Das ist konstruktiv, ne? Verbesserungsfähige Dinge, aber keine negative Dinge. Irgendwie etwas reinsprechen. Ne? Du solltest wirklich Dankbarkeit zeigen für das, was ich tue. Ne? Ich bin mir hier ganz sicher, dass ich in meinem Kleinen alle behilflich sein möchte. Ne? Und wenn ich jetzt irgendeinen Fehler mache, das ist ja auch okay. Das ist menschlich, ne? Aber jeder hat seine Art und Weise zu sprechen, ne? Also bitte hängt euch nicht an diese Kleinigkeiten, sondern hör dir die Legung an, ne? Du musst dich hier konzentrieren auf deine Legung und nicht auf den Finger schauen, ne? Bei uns sagt man das so, non guardare il dito, ne? Guarda la situazione, schau dir die Situation an, ne? Was sagt dir gerade, ne? Was wird dir hier kommuniziert? Okay, das war einfach eine Sache, die ich rausbringen musste, ne, von mir, weil das ist wirklich so, die Menschen denken sich, ja, ich kann jetzt hier sagen, was ich will, ich kann mich äußern, ja, die Katja ist so eine Liebe, das hat auch seine Grenzen, ne, ich lösche deine Kommentare, ich bin auf eine gewisse Art und Weise nett, aber ich habe auch meine Grenzen, ne, das ist ja klar, das heißt jetzt nicht, dass ich blöd bin, nett sein und, wie gesagt, offen zu sein bedeutet nicht dumm zu sein. Ne? Das ist ja klar. Okay, was erwartet dich in den nächsten 3 Monaten, ne, im Kollektiven für unser Wassermann? Das ist deine Energie. Das ist deine Energie. Du brauchst hier deine Familie. Du brauchst hier deinen Freund. Deine Freunde, Entschuldigung, ne? Du brauchst hier einfach die Nähe von deinen Freunden. Ich weiß jetzt nicht, was du hier durchgemacht hast, aber das ist so, als ob du jetzt unbedingt hier die Nähe brauchst, ne? Von dieser bestimmten Person, aber auch hier von bestimmten Personen, ne? Das könnte auch gut sein, hier eine Familie, wie gesagt, das könnte hier wirklich eine Situation sein, in dem du jetzt einfach hier diese Unterstützung brauchst, ne? Einfach um sicher zu gehen, um dir Tipps zu holen. Was aber hier auch die Karten mir sagen, für dich, lieber Wassermann, ist, dass du jetzt hier bezüglich einer Situation, das könnte hier auch finanziell sein, auch beruflich sein, dass du hier irgendwo investieren könntest, ne? Dass du hier einen Vertrag abschließen könntest. Es ist nämlich deine Energie. Du bist dir hier bewusst und du möchtest jetzt hier irgendetwas abschließen, ne? Das ist ja klar. Wir sind ganz viele Menschen da draußen. Bitte setze es um. Ne? Du holst dir jetzt hier diese Beratung von diesem Hohenpriester. Das ist ja immer eine Energie, die uns sagt, bevor ich jetzt eine Entscheidung treffe, muss ich mir klar sein. Ne? Ich hole mir jetzt die gewisse Hilfe. Wie gesagt, es könnte hier ein Haus sein, weil wir haben hier auch, ne, wie gesagt, das Haus, das ist hier ein Gegenstand, falls du jetzt hier etwas abschließen möchtest. Du holst dir diese Informationen, aber du bist dir hier bewusst. Ne? Du weißt ganz genau, was du machst. Ne? Du gehst hier direkt auf deinem Ziel zu. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr schön. Also für viele von euch, die jetzt irgendwie hier einen Vertrag abschließen, etwas unterschreiben, irgendwo investieren, ne? Das bringt dir etwas, diese Gelegenheit, ne? Das ist ja klar, du solltest jetzt diese Gelegenheit nehmen, ne? Die jetzt dir sozusagen gegeben wird, auch vom Universum, ne? Das ist ja klar, die Energie gibt uns immer das her,
was wir gerade brauchen. Und das ist so, als ob du jetzt hier das brauchen könntest, ne? Je nachdem, bitte setz es um. Wir haben hier zwei Varianten. Entweder geht es hier tatsächlich um diesen Abschließen vom Vertrag, ne, um diese berufliche, finanzielle Situation. Das geht hier aber auch, dass du irgendwie jetzt hier deine Freunde brauchst, deine Familie, um diese Unterstützung. Ne? Du brauchst hier jemand zum Reden auch, ne? Eine Bezugsperson, die dir auch sagt, wo es lang geht, ne? Also das ist jetzt nicht negativ gemeint, das ist für dich im Positiven gemeint, ne? Das ist ja klar. Und wie gesagt, du befreist dich hier. Ich weiß nicht, was du erlebt hast, lieber Wassermann, mit wem du was erlebt hast. Das könnte ja auch eine Situation sein, die nicht schön war, mit Menschen, die sich nicht gut benommen haben oder dir irgendetwas verschwiegen haben, weil ci sono dei segreti, das bedeutet, hier sind Geheimnisse, ne? Das ist ja klar. Geheimnisse können, also sind meistens immer in diesem Negativen betrachtet, ne? Weil du solltest dir eigentlich, wenn du einen Menschen gern hast, wenn du mit einem Menschen dich gut verstehst, solltest du so gut wie möglich die Wahrheit sagen, ne? Also klar, jeder hat Geheimnisse, jeder hat in sich Geheimnisse, aber wenn du korrekt sein möchtest, ne? Wenn du etwas Schönes anfangen möchtest mit einer Person, solltest du das allererstes, ne? Zu dir korrekt sein und zu dieser Person, die du gegenüber von dir hast, ne? Das ist ja klar. Okay, das war deine Legung in den nächsten 3 Monaten. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein, ne? Lieber Wassermann, du kannst mir gerne auch kommentieren, schreiben. Ich bin immer sehr hilfsbereit. Ich antworte immer, auch wenn es, wie gesagt, nach einem Tag ist, auch wenn es 2, eigentlich antworte ich immer recht schnell, weil das ist ja so, wir sind noch nicht so viele Menschen, aber wenn es dazu führt, ne, dass ich jetzt irgendwie nicht antworte, das bedeutet nicht, dass ich nicht antworten werde, ne? Das braucht einfach seine Zeit. Ich bin wirklich ein Mensch, der sehr behilflich ist in diesem Faktor, ne? Das ist ja klar. Ich bin dazu da und ich bin nicht nur hier, um irgendwelche Karten zu legen und dann irgendwie nicht zu antworten, ne? Das ist nicht meins. Ich bin nicht so, ne? Wie gesagt, du kannst gerne kommentieren. Ich bin sehr offen. Außer du schreibst irgendwelche Unsinn, ne? Das ist ja klar. Das wird gleich gelöscht oder ich antworte dir und dann lösche ich das, ne? Das kommt immer drauf an, ne? Okay, lieber Wassermann, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf. Wir sehen uns bald. Tschüss!